Das wollte ich gar nicht. Noch nicht. Vielleicht brauchen wir es ja wirklich nur so, dass wir einfach nur genug Bürger jetzt brauchen, aber ich verstehe es einfach nicht, weil wir hatten es schon. Stoffe sind Mangelware. Ja. Ich einfach mal auf mit dem Handeln. Es werden nur noch Sachen gekauft und verkauft, die wir wirklich brauchen. Den machen wir jetzt leer. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Stoffe sind Mangelware. Schickt man nach und nach die ganzen Schiffe. Warum geht die Kriegsmusik nicht los? Jedenfalls zurück. Meine Frau hat auf dem Klappbett ich habe auf dem Klappbett geschlafen. Sie auf einer Ausklapp-Couch. Das hat uns jetzt nicht sonderlich gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und leider haben wir... Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Glaube ich auch das einzige Schiff erwischt. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Wo nur Rentner drauf waren. Also so fast nur. Wir waren mit die Jüngsten. Ich glaube, der Altersdurchschnitt war um die 55. Das ist normalerweise nicht so. Ich glaube, wir hatten wirklich einfach nur Pech. Ah, es läuft gut, oder? Der hat auch alles. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Nur damit ich es dann nicht brauche. Ah, Tabak geht auch schon aus. Tabakwaren gehen zur Neige. Mir doch egal. Nee, eigentlich nicht, aber... Ja, ja... Kleidung kommt hier wieder rein. Tja, wir haben 300 Bürger. Noch Kakao heranschaffen und dann müsste es eigentlich gut sein, aber ist es nicht. Das ist wirklich so schlecht platziert, diese Werft. Hier wäre sie viel besser gewesen, weil die muss halt ewig lang laufen. Ich will es aber auch nicht umbauen. Stoffe sind Mangelware. Und dass ich halt meinen Stoffvorrat an denen hier nicht decken kann, ist nicht sehr schön. Ja. Unsere Bilanz muss einfach besser werden. Schiffsreparatur. Ich meine, es läuft. Könnte aber wirklich besser sein. Ei, ei, Captain! Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ich weiß auch absolut nicht, was ich falsch mache. Wir hatten ja schon mal so eine Mission, da weiß ich bis heute noch nicht, was falsch gelaufen ist. Warum ich die nicht abschließen konnte, das fände ich jetzt natürlich echt blöd, wenn das jetzt wieder so passiert. Für unseren Herrscher! Setzt neuen Kurs! Für unseren Jawohl, mein Fürst! Ach, die sind voll. Du nicht.
Wanten! In die Wanten! Jawohl, mein Fürst! Setz die Vorsegel! Aye, aye, Captain! Habe ich dich angehalten? Oh, dieses Handelsschiff brauche ich eigentlich gar nicht. Nee, ist euer weg. Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Okay, zurück zu dir. Hoch. Oh, wir haben irgendwo Stoff hergekriegt, sehe ich gerade. Keine Ahnung woher, aber es klappt. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Das werde ich noch eine Zeit lang anlassen müssen. Verkauf. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ach ja, wir verkaufen ja auch Holz. Machen wir ab 50 Tonnen. Einkauf haben wir eigentlich nur noch die Güter, die wir nicht produzieren können. So, dann schauen wir mal, dass wir hier Kakao kriegen. Das ist mein Kakao. Unterhaltungsprogramm zum... Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Das ist voll die Action diesmal, oder? Unterhaltungsprogramm. Das Captain's Dinner. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Was es ja eigentlich am letzten Tag gibt normalerweise. Haben sie am vorletzten Tag gemacht. Ich weiß nicht so genau warum. Ein paar Sachen waren toll. Die haben auch Tänze aufgeführt, die... Haben dann auch die Leute auf die Tanzfläche gezogen. Hat ein neues Schiff gebaut. Mich auch. Ich habe abgelehnt und ich blieb stehen immer wieder. Komm, komm. Oh, bis ich ja mitgegangen bin und ich hatte keine Lust, mit der zu tanzen. Ich habe mich auch nicht wohlgefühlt, sah anscheinend auch nicht so gut aus. Hat ein neues Schiff gebaut. Und das hat mich dann schon gewiss geärgert, weil eigentlich kann ich tanzen, aber nicht das, was die getanzt haben. Weil den Tanz kannte ich gar nicht. Und das ärgert einen dann halt schon. Okay, ein bisschen Alkohol könnte ich nehmen. Mach nicht so viel kaputt. Ich brauche den Kakao von hier. Boah, das Angebot am Kakao ist echt super. Keine Ahnung, was ich hier wollte. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Halt, nee, du bist das Schiff von hier. Ein Schiff wurde repariert. Aye, aye, Captain! Setzt so. Neuen Kurs! Das Volk bekommt kein Baumaterial. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Rot muss sterben. Nee, ernsthaft, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Warum ist hier überall 2 Tonnen Nahrung? Das verstehe ich auch nicht. Du hast mir tolle Geschenke mitgebracht. Schön. Die Bilanz steht auf jeden Fall. Ein Schiff wurde repariert. Ansonsten, die haben abends immer Musik gemacht, aber das war auch Musik, die mich nicht... Wirklich, die hat mich absolut nicht gereizt. Und ich tanze eigentlich schon echt gern, aber das war... Aber nur so... Das mag ich überhaupt nicht. Normale Musik bin ich dafür sehr schnell zu begeistern, aber das... Nein. Wo ist hier der Arzt? Ich sehe den echt nicht. Ach, hier. Vielleicht kann ich die Soldaten heilen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Tatsächlich ist meine Frau eher für sowas zu haben und die mocht's auch nicht. Ich glaube, unser Erz ist ein bisschen erschöpft. Unsere Erzvorkommen.
Na los. Schiffsreparatur beendet. Sie ist Kalypso, sie ist eine Göttin. Die werde ich auf jeden Fall heilen. Das sind zwei Treffer, die sie abgekriegt haben schon. Zu Diensten, mein Fürst. Wie gesagt, mit der Steuerungstaste und dann auf den Arzt klicken. Soldaten wurden geheilt. Wird einem alles nicht erklärt, leider, in dem Spiel. Das finde ich ein bisschen schade, dass einem das nicht erklärt wird im Spiel. Kannst eigentlich auch mit hier hin. Du holst noch ein letztes Mal Stoffe. Du handelst noch ein letztes Mal. Und weg. Weg. Der fährt nicht. Ich drücke ein paar Mal. Hört ihr es? Ich weiß nicht. Beweg dich! So, und jetzt hole ich mir halt die Insel verdämmt, dann habe ich wenigstens schon mal genug Stoffe. Wenn ich dann keine Angst mehr um meine Stoffe haben muss, haben wir wieder eine Sorge weniger. Die können wir eigentlich auch wieder anmachen, für den Fall der Fälle. Ich wüsste aber wirklich gern... Gesichert. Was mache ich falsch? Also ich hatte die Bilanz ja schon. Admin. 500 Goldstücke, 300... erweitert seine Flotte. Hatte ich schon. Okay. Setz die Vorsegel! Die Vorsegel! Fertig zum Enten! Fertig zum Enten! Zum Ententanz! Fertig zum Enten! Setz die Vorsegel! Anker lichten! Versenk die Landratten! Oh, und der baut sofort eine Welle. Volle Breitseite! Volle Breitseite! Er mag die Quantität haben. Ich habe die Qualität an Schiffen. Da bin ich mal deutlich im Vorteil. Blau. Fertig zum Enden! In die Wanden! Die werden einfach überrannt. Die können sich nicht mehr wirklich was entgegensetzen. Fertig zum Enten. Die wollen garantiert meine. Gibt Breitseite. Ankerlichten. Fertig zum Enten. Setzt die Vorsegel. Setzt neuen Kurs. Ja. Ankerlichten. Die Vorsegel. Daran habe ich nicht gedacht, dass es ja auch passieren kann. Fertig zum Enten! Die handeln natürlich auch noch. In die Wanden! Ei, ei, Captain! Hat aber nicht viel Kanonen gehabt. Sonst wäre der Schaden schlimmer. Volle Breitseite! Gebt Breitseite!
Breitseite! In die Wanten! Das sind die Landratte Breitseite! Oh, die Mine. Die Mine ist leer. Ich hätte gedacht, das passiert wirklich nicht in dieser Mission. Die Erzvorkommen der Berge sind erschöpft. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Das sind die Landratten! Der Konkurrent erweitert seine Flotte. In die Wand, das sind die Landratten! Merkt den deutlichen Unterschied. Warum ist das jetzt zweimal passiert? Ach, also die andere Mine konnte sich anscheinend noch eine Tonne Erz rausholen oder so. Okay, spare ich auf jeden Fall Geld da erstmal. Es fehlt an Tabakwaren. Habt ihr's dann bald mal? Anker lichten! Fertig zum Entern! Was greift mich Blau jetzt auch an? Ich habe also ein Schiff von ihnen angegriffen. Gebt Breitseite. Vielleicht muss ich die Gegner auch besiegen. Volle Breitseite! Volle Breitseite! Der Konkurrent erweitert seine Flotte. So schnell geht's. Falsches Schiff angeklickt und schon ist man automatisch auf Kampf. Volle Breitseite! Volle Breitseite! Volle Breitseite! Volle Breitseite! Kakao ist Mangelware. Gebt mach's Platz. Ich hab keine Lust, mich hier drum zu kümmern. Oh. Volle Breitseite. Wie nett. Breitseite. Volle Breitseite. Breitseite. Setzt die Vorsehen. Gebt Breitseite. Egal. Volle Breitseite. Volle Breitseite. Volle Breitseite. Sind meine Leute schon alle weg? Glücklich sind sie nicht. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Voller Breitseite! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Volle Breitseite! Anker lichten! Es wird ein hartes Stück Arbeit, das sehe ich schon. Haben die denn nirgendwo eine Kanonengießerei? Sieht nicht so aus, aber sie... scheint trotzdem Kanonen zu haben. Setzt neuen Kurs! Setzt neuen Kurs! Angriff! Mir nach! Wir haben mal alles auf die Insel, was ich habe.
Captain! Anker lichten! Aye, aye, Captain! Anker lichten! In die Wanten! Aye, aye, Captain! In die Wanten! Zu Befehl! Aye, aye, Captain! Anker lichten! Also ja. Und König! Oh, was kommt denn da alles? Haben wir es jetzt endlich? Mir nach! Keine Gnade! Zum Angriff! Keine Gnade! Angriff für Lust und Krieg! Angriff! Keine Gnade! Alles aufräumen hier. Ja, in der Position bist du echt am Arsch. Wenn man dich einmal so bei den Eiern hat, dann kannst du halt nichts mehr machen. Überprüft eure Handelsrouten. Ich freue mich übrigens schon sehr, wenn ich dann endlich Caesar 3 anfange. Beziehungsweise werde ich das ja höchstwahrscheinlich nicht an dem Tag raushauen, an dem ich es aufgenommen habe. Sondern ich nehme das normalerweise die Sachen ja schon eher auf. Was soll ich mit dem machen? Setzt die Vorsäge! Los! Das ist doch viel, viel schlauer, oder? Genauso könntest du, wenn du repariert bist, irgendwann. Mache ich eine automatische Handelsroute zum Kakao. Weil das Güter sind, die ich immer brauchen werde. Ein Schiff wurde repariert. Nein. Zum Angriff! Zum Angriff! Für Land und Krieg! Zum Angriff! Zum Angriff! Ich plätte die Insel einfach vollkommen. Ach, ich hätte da zwei. Jawohl, mein Fürst! Für Land und König! Für Land und König! Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien. Ach, da oben ist die Kanonengießerei, ich sehe. Ich glaube aber, das war's erstmal mit Kanonen von seiner Seite. Zu Diensten, mein Fürst! Zerschieß es mal hier hinten. Ich zerschieß erstmal alles. Überprüft eure Handelsrouten. Ach, ich krieg kein Holz mehr rein, natürlich. Los! Spielstand gespeichert. Wenn ich das heute nicht schaffe, muss ich auf jeden Fall nachschauen,
was das Spiel eigentlich von mir will in dieser Mission. Dürfte aber nichts kaputt gehen. Jawohl, mein Fürst! Ja. Ich hätte gerade schwören können, ich hätte ein Musketier gehört. Pass auf, und dann wollten sie Aristokraten von mir und es gibt gar kein Gold. Überprüft eure Handelsrouten. Nein. Es sind noch drei Türme. Ich werde auf jeden Fall noch Soldaten brauchen. Das heißt, ich werde eine Burg. Eine Burg müsste eigentlich reichen. Ah, er bringt auf jeden Fall die Waren, die er soll. Das hätte ich schon viel eher machen sollen.